Ist das an? Ja, wunderbar. Ich denke, wir fangen an. Es kommen vielleicht noch ein paar Leute. Ich freue mich absolut, dass wir so ein volles Haus haben. Ich denke, wir können mit Public Viewings mithalten, obwohl heute zum Glück kein Fußball ist. Deswegen kommen wir nicht in Gewissenskonflikte, wo wir jetzt hingehen sollen. Ich bin Dorothee Landgräbe, ich bin die Ökologiereferentin der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ich freue mich ganz besonders, dass Rob Hopkins heute zu uns gekommen ist, mit dem Zug, wie ich gehört habe. Ich vermute, viele von Ihnen werden ihn irgendwie schon kennen. Für die, die es nicht tun, würde ich ihn ganz kurz vorstellen wollen. Er ist der Begründer der weltweiten Transition Town Bewegung, die Bürgerinnen und Bürger dazu animieren möchte, die ökologische Umgestaltung ihrer Kommune selbst in die Hand zu nehmen. Er entwickelte selber am Kinsale College of Further Education ein Programm, wie man den Energieverbrauch und die Abhängigkeit von Industrieprodukten in der Stadt Kinsale verringern kann. Und ich glaube, dadurch wurde das zur ersten Transition Town. Inzwischen sind, das ist bestimmt keine aktuelle Zahl, 450 Transition Towns gibt es, glaube ich, weltweit. Da guckt mich Gerd Wessling schon ganz kritisch an. Über 4000. Über 4000. Oh, das ist... Okay. Über 4000. Das heißt, eine Idee zündet. Ja. Und warum sie zündet und inwieweit sie zünden kann, darüber wollen wir heute gemeinsam debattieren und diskutieren. Rob Hopkins hat ein Buch geschrieben und das heißt auf Deutsch einfach jetzt machen. Ich glaube, auf Englisch ist es The Power of Just Doing Stuff or Things. Und ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Und ich habe gedacht, warum bin ich skeptisch, als ich dieses Buch in die Hand genommen habe? Und es hat, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist privat, weil ich mich oft ganz ohnmächtig fühle und das Gefühl habe, so The Power of Just Doing Things. Ja? Also so einfach ist es ja nun nicht. Ja? Es gibt mächtige Interessen und was soll ich da persönlich machen können? Und das Zweite ist, dass ich mich als Ökologiereferentin ja auch beruflich mit dem Thema beschäftige und die Komplexität von Umbauprozessen tagtäglich mir angucke, von gegenläufigen Interessen, von schwierigen technologischen Möglichkeiten. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch gelesen und Rob got me. Ja? Ich habe mich absolut von diesem Optimismus anstecken lassen und habe viele neue Ideen bekommen. Und es bleibt natürlich trotzdem ein kleines Aber im Sinne von, ich möchte gerne heute Abend gemeinsam rauskriegen, wo sind die Grenzen dieses Ansatzes und wo sind die Potenziale. Rob wird jetzt erstmal sein neues Buch vorstellen und im Anschluss haben wir Gerd Wessling da. Er ist der Vorstand der Transition Town Bewegung in Deutschland und koordiniert die deutschen Bewegungen, Transition Town Bewegung, wird uns ein bisschen darüber berichten, was in Deutschland stattfindet. Und dann habe ich Dieter Janicek, den wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen aus dem Bundestag, da. Und er wird das Buch aus seiner Perspektive kommentieren und dann werden wir bestimmt ins Gespräch miteinander kommen. Im Anschluss gibt es natürlich genügend Zeit, um zu fragen und mitzudiskutieren. Ich freue mich jetzt erstmal auf Rob. In general, I want to speak German because everyone is German here. Yeah? So it makes it easier, so it's not... Not to be not impolite, but, you know, it's a majority. Speak in German. Okay, thank you. Good evening. Thank you very much for coming. Yeah, so I'd like to thank the people from OICOM for producing the German version. It's very exciting to see. I hope it's something which you will all find useful. I came on the train today, which was very delightful. And as my reading on the train, I bought a copy of The Economist magazine, which is something I don't do very often. And it had this advert in it, which I thought was very interesting. What a load of old rubbish. I was lost for words, really. What can you say? All I can say is, ladies and gentlemen, what I really hope to be able to present this evening is the next stage in this evolution. Because if that's the pinnacle, that's really tragic. So what I really would like to share with you is
is that actually the next stage in that evolution is already happening. It's not something we need to think about and dream about and imagine. It's something which is actually already happening. And it's happening in communities around the world of people who are just ordinary people like everybody who's here today. And many of you, I'm sure, are already involved in actually making a better way of doing things a reality. And sometimes it can feel as though that's not the case, and it can feel as though we're just, that nothing is happening. But what I would really like to try and share with you today is to give you a sense of what that can look like. So this is one of the transition groups which recently won a big award in the UK for their community energy company, which has been a huge success. And so what I really want to share with you, I guess, is where all this can go. The question that was just posed there by the chair was, what can this look like and how far can this go? So I'd like to try and give a sense of that. So first of all, just to kind of establish the kind of why we do this, I want to give you the sort of four reasons why I get out of bed every morning and try and make this stuff happen. What are the four things that really underpin where transition comes from? The first one is climate change, which I'm sure is something that most of you will be very motivated by and concerned about. And the observation that of all the carbon we know of in the world, 4/5 of it has to stay in the ground. And that's an enormous challenge, firstly because we use quite a lot of it at the moment, and secondly because our financial institutions, our banks, our pension companies are all based on the assumption that all of this is going to get burnt, what they call the carbon bubble. So, and for me, when I look at the climate change and the scale of what we need to do, it goes beyond the idea of just driving a bit slower and insulating a little bit. It's a profound change in how we do things. And when climate scientists that I talk to say we need to be reducing our emissions by 10% a year starting now, that's a really profound shift and a really profound challenge. And actually, often we get it wrong. This is the only graph I'll show you tonight, by the way, so you can relax. Once this is out of the way, we're out of the graphs. That actually we imagine that technology can come to the rescue, that technology is going to solve everything. But actually, it's the demand reduction that needs to happen first. The technology takes longer to bring on stream. The stuff that we can do now is reducing demand and finding creative and engaging ways of doing that feel like we're moving forward rather than moving backwards. The second one is economic growth. And actually, you know, I have children, I'm a father, I have sons, and if my children just grew and grew and grew and grew and carried on growing, I'd be absolutely terrified. And I would think that something had gone deeply wrong with nature. Actually, what we want our children to do is to get to around this kind of level, and then to grow in other ways, to become kinder, to become wiser, to become more skilled. But with an economy, we only judge its success on the fact that it's larger than it was last year, which is absolutely ridiculous on a finite planet. You know, could we actually look at our economy in a different way and measure its success by how happy we feel, by how pleasant the place we live is, and so on? So the idea of growth just continuing forever is ridiculous. The third is that our economy has become increasingly skewed towards bigger and bigger interests. And I don't have a figure for Germany, but in the UK now, 97% of all groceries are sold through just 8,000 supermarket outlets. And in 1960, that was 10%. So we've seen a kind of a complete takeover. The 3% that's left, that local independent economy, we know that's what gives our local economies their resilience. You can think of that 97%, that supermarket economy, as being an extractive industry. It exists to extract money, take it out from local economies and to take it somewhere else. And actually the foundations for the kind of resilient economy we need to be building is that 3%. And of course within that supermarket economy, what's presented to us as choice actually centralizes that down to fewer and fewer and fewer companies, as this shows of the stuff that's sold in a lot of supermarkets. It's not choice, it's the erosion of choice, but presented as choice.
And so we see this sort of rising up of local food movements and people doing something out about it. This is Tesco, the big supermarket chain in the UK, whose new advertising slogan is, "We love shopping locally." Which actually means, we love you shopping in our shops that are local to you, in which you won't be able to buy anything local at all. It's not quite the same thing, really. And then the last one is our dependency on fossil fuels and the need to break that really, really quickly. The world is investing more and more and more money in trying to discover new oil, not finding very much. Conventional oil production peaked in 2005, and actually our dependency on fossil fuels moving forward is a real weakness. So transition is something which sits in a particular place. Transition is not something that would claim to be the only thing we need. It's like that it's the only, it's a silver bullet. It's like an app you might have on your phone. It's a thing designed to do a specific purpose, to help make local communities more resilient. There's all the things we can do on our own as individuals, the things that we want government to do, the things that we want business to do, but there's the bit in the middle, which is what we can do with the people on our streets. And that's what transition is very good at unlocking and engaging. One of the problems that we have, I think, is that as a culture, as a civilization, we are fantastic at imagining our own demise. We make great films about it, whether we're wiped out by aliens or huge gorillas or diseases or people from space or whatever. We're fantastic at that, but we're not very good at telling a story about what happened when we saw a problem coming and we engaged with it and we dealt with it. And those are the stories that we really, really need. And that's what transition tries to do. So this is something very silly I came up with on the train, really, which was, what I'm going to give you today is a formula. This is Rob's magic formula. It's good, isn't it? So this is my magic formula for how we might actually revitalize our economy and turn things around, and what transition can look like and where it could go, and what I think this idea of the power of just doing stuff, where it might take us. So here's my first one, and look, they're in German, isn't that great? I didn't do that, this is Gert did this, I have to admit. So this first one, inspiring projects. So I think we all need to see stuff happening around us in order for us to think that change is possible. And actually, many of you, I'm sure, will be involved in projects in the place where you live, whether it's food growing projects, energy efficiency projects, or whatever. And you may feel like they're very small, and they don't have much of an impact, and they take a lot of time, and it doesn't seem to make much change happen. But they are really, really important that those things happen. And there's just a couple of examples. This is one of my favorite projects that transition groups in London are doing. This is called the Edible Bus Stop. So a few different transition groups found that their transition initiatives were all along the same bus route through London. So they had this idea, they said, wouldn't it be great if every bus stop along that bus route had a food garden at it? And they even talked to the bus station at the beginning of the bus route, and they're now creating London's first edible bus station. So the idea is, if you're really quick about it, you could get on the bus, and every time it stops, you could run out, pick yourself some things, get back on the bus, get off at the next stop, and by the time you got to the end, you'd have a salad. Isn't that fantastic? But this is the edible bus stop, but this is just people who've got together in their communities and done it. This is a transition group from Wales who went along to a big literary festival in the UK to present their transition cafe. The idea is they go to local farmers and they get all the produce, which is slightly too strange looking to actually sell in the shop, and they have a cafe where they use all that stuff and they make food available to families on low incomes. And this is the very moment when they found that they had won £10,000 in a prize in order to develop their business. This is in Transition Crystal Palace, who are in London, and this is their local food market. This is a group of people, four women, who came together and thought, this place needs a new food market, because there isn't one, and it's now become a real cultural
center of the community. It's, lots of people have been able to start enterprises producing food to supply the market. And this is in Brazil, in Brasilândia, which is in one of the favelas. The transition group don't all wear white coats. That would be a little bit frightening for people, I imagine. Oh God, the transition people are here again. This is that, but they do some fantastic work there around social enterprise. But they also have, they work very closely with the public health professionals in the area, and they do all kind. They do a community health day, working with the local hospitals. But having inspiring projects is really, really important. And you know, Transition has been very, very good at producing that. And from around the world, there are all those kind of stories. But they serve a really powerful role in that they give people, that the people are able to imagine that things can change. And all too often these days we get stuck in thinking we can't do anything to make a difference. Just doing something is really powerful for that. And this is the beauty of Transition, is that you have an international network of people who are doing things, what we think of as a learning network. So when something works in one place, it can spread very quickly and go to other places. This is something called Transition Streets that we started in Devon as a street-by-street behaviour change model. It says, get out on your street, get your neighbours together, 6 to 10 of them, you meet in each other's houses. First week you get to know each other, second week you look at energy, third week you look at water, and so on. On average, each household involved saves about 1.5 tons of carbon, but actually everybody talks about the new relationships they have and the new people they've met. It's fantastic. And this is actually, this is it in a place called Newcastle in Australia, and Transition Streets is now popping up all over the place, in the US, in Belgium. It's a really useful tool, and that's something that you can do really easily with this. So the second one is resilient groups. And often people look at projects like that and they imagine that they just sort of happen by magic. Actually, the foundation of any of those is the group of people who comes together. And many of you, how many people here are active in transition groups where they live? Fantastic. So you'll know that actually one of the key things that makes a difference there is the group itself. And actually all too often in kind of environmental or change movements, we focus on the thing. We're all here because we want to change that. We're all here because we want to do that thing. We're all against that. But actually, if you want the group to sustain itself, it needs to be built on foundations of people talking to each other properly, resolving conflicts well. All that stuff really, really matters. Because when you're trying to do this stuff and you're trying to engage your community in change like this, leading from the front, trying to inspire people, you're also dealing with the fact that you encounter a lot of resistance and people's kind of sense that it can't make any difference. And actually, one of the things that we do in Totnes, which has been really useful, any of those of you who know Totnes will know we have more psychotherapists per square foot than anywhere else in the country, in the world possibly. And one of the things that they offer to the process is people who work in the middle of Transition Town Totnes get some support. So you can go along and you can have free support. And it's massive at reducing burnout, because burnout is always such a risk when we do this kind of work. So it's one of the bits that's really important to transition, is that we pay attention to how we work as a group. What does that mean? I can't remember what that means. Oh, this is terrible. I did this. I was in France. I did a talk in Belgium the other day, and they translated all the things into... Oh, leadership projects. That was what it was meant to be. Blame the translator. He's terrible. So we also need things which are... which build the case for why we should be doing this, I think. And this is something called an economic blueprint, and we did 3 of them so far. One for a town of Totnes, one for an urban neighbourhood of Brixton in London, and one for a whole county. And what it did was it mapped the local economy. How much money do we spend on food every year, and how much of that money is spent on local produce and in local businesses? And no one had really done it before. It meant that for my town, for example, in Totnes, we found that we spend £30 million on food every year, and of that, £22 million is spent through just 2 supermarkets, 17.5 through 1 single supermarket. In Brixton, in the middle of London, 93% of what they spend on food goes out through supermarkets, and of that, 90% is gone the next day. It means that in the Totnes case, we can argue if we could manage a 10% shift
As organisations, as individuals, a 10% shift would be £2 million in our local economy every year that currently just runs through our fingers like sand. That's economic development. That's really important. And when you add in the difference in terms of if you are to build houses using local materials, if you've got locally generated energy coming into the picture as well, then you start to really be able to show that this is something where there's an economic case for it. Also, we did a study looking at the potential of the place to feed itself. Well, how could we use the land around the town in a different way if we were able to reconnect the town to the land around it? And there's very good projects. When I was in Liège last week in Belgium, they have a project there called Ceinture Alimentaire, like a farm belt, where they're looking to reconnect the city with the land around the city and all the potential economic benefits of doing that. And this was their model that they'd come up with for doing that. God, I've got no idea. I knew this wouldn't work. Oh yeah, economic, yes, enablers, that's the one. Yeah, fantastic. So this is the thing of actually, if we want to try and start this process of re-engaging people with their local economy, what could that look like? What are the things that we actually need to help with that? One of the things we have is what we call the Reconomy Centre, which is an incubator space for new businesses, for transition businesses. So people can come along and just work there in that kind of a supportive environment. And this is the head of our local council who gifted us that space for a peppercorn rent. And this is a project where we've been bringing together local food producers with people who run local restaurants and local shops to try and rebuild those connections. You know, what's happened over the last 30 years is that the relationships, the connections between the people in our towns and cities who sell and produce and you know cook and sell food, their relationship with the farmers around the town has largely broken down. So events like this where we bring them all together and try and rebuild those connections are really, really important. And sometimes it's really important to try and stop things from happening. And transition is something which takes a position of not being against things. It doesn't start out with a big long list of things that it's against. And if you have to agree with all of these things or else you can't get involved. But actually sometimes you have something which is perceived as a really direct threat to the resilience of that local economy. And in my town, where we have about 40 independent places where you can buy a cup of coffee, and actually those coffee places are local families who run those, a big national chain called Costa Coffee decided they wanted to come and open a big, big coffee shop right at the bottom of the town where all the tourists arrive. And our sense was that we would end up losing about a third of our family coffee businesses. So we ran a big campaign, which was actually... And we're actually successful, one of the only places where they've decided not to come to. But that campaign was fought not on we're against Costa, we're against whatever. It was fought on a perspective of what we love about this town is the fact that it has this and this and this. Well, another economic enabler that's really important is local currencies. And this is the gentleman with the red trousers on, and he always wears red trousers, is the mayor of Bristol, George Ferguson. And this is the Bristol Pound, which is a local currency scheme in the city of Bristol, which is accepted in about 800 businesses now across the city. And as well as the very beautiful notes, they also have a pay-by-text system. So you walk into the shop and you send a text to the shopkeeper, and that's your payment done. The Bristol City Council, on their payroll as an organisation, have the opportunity for people to take a percentage of their salary using Bristol Pounds. You can pay your council tax with Bristol Pounds, your business rates with Bristol Pounds. You can spend them on the city's buses. You will very soon be able to use them to buy green electricity. It's being used, the mobile phone-based currency is being used in areas of the city where banks don't open, as an alternative form of banking. It's a really interesting scaling up on that kind of city scale, which is really making a big difference. But those things are really important because they, what people I know who all of a sudden get 10% of their salary in Bristol Pounds say is,
I've spent years trying to intentionally support local businesses, but actually knowing that I've got to spend this 10% with local businesses makes a real difference in terms of how I do my shopping. This is our Totnes pound. They're not that big, obviously. That would make shopping very cumbersome. If anyone wants to come and have a look at them afterwards, I've got some of them here as well. And what one of the things that we have is this is we have a 21 pound note. Because you can't you? You can do what you like, really. No one's going to say, oh, you can't do that. So, but one of the ideas with the 21 pound note is that people buy them for 20 pounds. So it's a 5% kind of incentive to support the local economy. And in the context of the economic blueprint, it says, if we could all get together and shift 10% of what we spend to support local businesses, that's £2 million in the local economy. Well, here's the first 5%. And they're very beautiful. Oh yes, community. Yeah, the community bit. Yeah, okay. So how do we get people behind this? How do we get the people in our community really engaged in the idea of making this new economy happen? Well, one way is using things like open space, which is a really fantastic way of getting people together in a way that they shape the discussions. They bring what they're concerned about, what they're passionate about. It's not the same as your usual community consultation. It's really about a discussion that's led by people. This was the very first open space we ran in our town about food in 2007. And looking back now at the number of ideas that came out of that have actually happened, it's really extraordinary, actually. This is one of my favorite things that we do, which is called the Local Entrepreneurs Forum. If you want to try and stimulate a new economy in the place where you live and see lots of new enterprises that are appropriate to this kind of approach, what's the best way to do that? Well, the way the Local Entrepreneurs Forum works, its founding assumption is everybody in this room is a potential investor in the new economy of this city. Whether you can lend someone a pen, whether you can lend them €10,000, whether you could help make a promotional video for them for free, whether you could design a website for them, whether you could go around and look after their kids for a couple of hours so they can go out and go to a meeting or whatever. All of that is investing in a local economy and helping it to happen. So what happens at the forum is we invite people who are entrepreneurs with ideas for new businesses, we invite people who are potential mentors with experience in business, and we invite people who are potential investors. We spend the morning getting them to meet each other, and in the afternoon we have what we call the community of dragons. Like there's a TV program called The Dragon's Den. Do you have that here? No. So basically what happens is the people present their business idea, the community get to ask some questions, and then people pledge their support. I'll give you €100 if three other people do. I've got a shed you can use. I'll lend you this, I'll lend you that. And it's fantastic. And that goes on for about 20 minutes. Last year we had a group of four women who run a market garden who wanted to make it bigger and turn it into a community-supported agriculture project. They came needing £1,000. They went home with £3,500. Someone who was going to make a promotional video for them. Someone who offered to do their accounts for a year. 30 members of a box scheme they hadn't even launched yet. That's what it looks like when a community gets behind its entrepreneurs. And this is a model that could happen anywhere. Investment, even I know this one. So if you've got people at the local scale who are starting to think about their local economy in a different way, how do you get the investment in to make that happen? This is some people who started a bakery in the north of England, and they're a couple, the two people at the back, and they were a member bakery. People became a member, and then they got bread in exchange for their membership. That went really well for a couple of years, and then they wanted to expand into a new premises. They needed to borrow £40,000. So they said to their members, please lend us £40,000. We'll pay you 6% interest. Very good, very hard to get anywhere else. But we'll pay you the interest in bread. Fantastic. Only cost them, that was 2% for them. And it worked really, really well. And now they've expanded and they're doing really, really well.
This is a community farm with 200 members. I'm sure there are many, many such schemes here in Germany with the people who, it's their farm really in effect. And this is from Liège again, and this is a project called Vin de Liège, which is a community-supported vineyard. And they raised 1.85 million euros in shares from people in Liège to start a vineyard. And this year they will be making their first wine, and that seemed like a very good thing to do to me. And this is a community energy company in the southwest of England, which had a different model for investment, where they invited the local community to invest, but they made their model in such a way that people could move their pension into a community-owned energy company, which is a really interesting kind of evolution. If we can start to to set up these kind of models that can people can invest their savings in and also can invest pensions in, that's a real evolution, I think. Can we also think about maybe transition as public health? I was in America last year in a place called Jamaica Plain in Boston, and they're a fantastic transition group working in very low-income communities, and they had been working with a woman who was a public health professional, and she said to them, what would it look like if actually you aimed to make Jamaica Plain cancer-free by 2030? Actually, most of the things you would be doing would be the same as you're doing anyway. But actually, and when you talk to people who work in public health, actually they're doing very, very similar things to what transition is doing. So it's just a question I would throw in, really. Actually, might our hospitals look more like this? Could we imagine a hospital as a market garden, as an energy generating, as a net energy exporter, as a cooperative? Yeah, I remember this one as well, yeah. So one of the things I think that transition can bring to this, which is really unique, is that it can be the glue that can stick a new economy together. So we did a report in Transition Network called The New Economy in 20 Enterprises. And we looked across the UK at different businesses that represented this kind of approach. So every town, every city could have a local currency, a community energy company, a community bank, a community transport system, a community-owned construction company, a farm, a different way of caring for the elderly that is running on a different kind of a model. All of those things often already exist, some of them. All of those, through some of the things I've just talked about, could be brought into being. The thing that transition brings to it that's unique, I think, is the connections between them. And any of those of you who study ecology, you know that the resilience of something like a rainforest comes not from the diversity of species, but from the relationships between them. And actually, that's what something like transition does really beautifully. It's the glue that kind of sticks it together. If you don't have that, then you can end up with what we call the donut effect, where all of the energy ends up going to the outside, and you don't have anything in the middle that keeps saying, this is what transition is, and trying to connect it all back together again. So this is my little bit of transition as glue. I'm involved with starting a brewery in my town. When we launched the new Totnes Pounds, we brewed a special beer called the Totnes Pound to celebrate. And I really like the idea that you can have a local brewery which documents and celebrates the process of the wider transition in the community. So that in 10 years' time, you could have an exhibition of all of your beer labels, and they would tell the story of that town during that 10 years and the shift that it made. And one little example of that was, for this year's Local Entrepreneurs Forum, we got together with this guy here who runs a business who grows mushrooms. He gathers up all the old waste coffee from the town, and then he grows shiitake mushrooms and oyster mushrooms on the old coffee grounds. Well, he also recently started growing mushrooms on the grain that's finished from the brewing process, from our brewing process. So he takes our grains away and he grows mushrooms on them. And then we made a special beer which was flavored with his mushrooms. And we called it the circular economy in a glass. And it was actually really nice. You might think, what? That sounds disgusting. It was actually really very nice. So I suppose just to kind of draw things to a close, this is... This for me kind of represents partly
what the power of just doing stuff can look like in practice. So for the last 6 or 7 years, I've been involved with this project, which is called the Atmos Project in my town, which is about bringing an 8-acre derelict industrial site into community ownership. And it took us 5 years to convince the site owner to take us seriously. And then it took us another 2 years to negotiate. And in about 3 weeks, we signed the contract to bring this site into community ownership and to actually start to develop a different model. Why should it be that development is something that is always done to us as communities? Why should it not be that as a community, we do our own development, we design our own development? And actually, if we're serious about making transition happen on the scale it needs to, I think there's a case for saying we need to actually own some assets so that we can do this properly. The tricky thing with transition is it's very, very ambitious. What we want to do is to change our food system, change our energy system, change our local economies, and all too often we find ourselves trying to do that on our Wednesday evenings after we've got the kids to bed. It's not going to happen. And also, all too often, we assume that we can all just do that as volunteers, and sometimes there is what I like to think of as a kind of the tyranny of volunteering, really, which is that actually we assume everything has to be done by volunteers, and then we wonder why our group is all white middle-class people. You know, actually, I was in America last year and I met this woman in Richmond, which is a predominantly black neighborhood there, where she runs a very good urban market gardening project. And she said, if this is a revolution that depends on volunteering, I can't be part of this revolution. I think we have to be looking at how do we create livelihoods from this in the same way that the cooperative movement did. And actually, when we're actually able to own and develop assets and start to think in that way, I think it becomes much more possible. So that's my magic formula for you, ladies and gentlemen. I'm sure it's emblazoned on your mind now. You'll be singing it to yourself as you walk home. But just a last couple of little thoughts, really. So you might be looking at that and thinking, well, that's all very well, but actually, how does that affect policy? How does that have any impact on government and on the people who make the decisions that shape our economy and so on? And that's something we'll be picking up later in the conversation, I'm sure. Well, we're starting to see what that can look like. So there are now so many community energy companies, nowhere near like here, but actually I think the figures we always have is 50% of energy in renewable energy in Germany is community owned, and in England it's 3% or something pathetic. But anyway, so lots of transition groups are starting their own community energy projects, and actually to the extent where when our energy minister wanted to launch what he called a community renewables revolution, he went to a transition group who'd started their own community energy company. When the government produced a community energy strategy, it was written with Transition Network and with input from lots of transition community energy companies. You know, the government is chasing to catch us up sometimes. You know, there is a real power to not waiting for permission, but just getting on with it and doing it. And that's what really starts to change the atmosphere. So my last thought is really, it may feel in the work that you may be doing in the places where you live, or the work that you might hopefully feel inspired to do after this evening or having had a look at the book, you may feel that actually it doesn't make much difference. My experience from doing transition from a long time now is that actually you never know where the tipping points are. You never know. You never know when you started doing something, who will see it, who will be there, who will do something. You never know where that happens. This up here in the top there, that is an 1810 banknote issued by the Bank of Totnes in 1810, when the bank was able to issue its own money. And I walked into a building in 2007, and that was framed on the wall, and I thought, that's interesting. Could we do that again? What would happen if we printed some more? Would I get hauled off to some special room in the Tower of London that hasn't been used for 100 years, preserved just for people who printed their own money? So we formed an advisory panel of great learned alternative economists like Bernard Lyotard and these people. And we said, are we allowed to do this? And they said, no idea. Do it and see what happens. So that's not really an advisory panel, is it? That's, as advisory panels go, that's pretty rubbish, really.
So anyway, so we did, and then that led to other Totnes Pals, then that inspired other places, and Lewis and Brixton, and then led to the Bristol Pound, which I already mentioned. And then that led to the Bank of England having to publish a statement about their understanding of the of local currencies, how they see it, and so on. And now lots of other places looking at doing the same thing, and the government now looking at investing in the rollout of local currencies around in the UK. But you can trace it back to that thought. What would happen if we just did that? And you never know. You know, there's a lovely story about Dr. Spock, who was a famous sort of child development therapist in America, one day walking past a demonstration of a few mothers and children standing protesting against nuclear power, and he was so touched by it that actually he went and talked about it. But actually it was traced back to that particular thing. You never know when you start doing this where the tipping points are. So for me, where can transition go? I have no idea. When we started doing it, I didn't even think it would work in my town. And actually it's something which is open and open to new ideas, and is shaped by the people who do it. So I hope that this has been interesting. I hope, and I will look forward to further conversation this evening. Thank you very much for coming, and yeah, thank you. Thanks so much. It was very inspiring. Just start, and even if you don't know where it stops and where it ends, but starting. So I switch back to German, and I would love to start now. Oh, German. Okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Hallo. Ich würde gerne jetzt mal einen Einblick kriegen, was läuft eigentlich in Deutschland, und den Besten, den wir dafür haben, ist eigentlich Gerd Wessling, der selber angefangen hat mit einer Energy Transition Bewegung in Bielefeld, glaube ich. Ne? Vielleicht kannst du uns berichten, was das war, und dann gehen wir mal weiter. Wir wissen ja, dass vieles entscheidend in Bielefeld beginnt. aber ja, bevor ich über Deutschland rede, möchte ich vielleicht ein bisschen was zum internationalen Transition-Netzwerk sagen und auch den Strukturen da, weil das ist ganz interessant, auch das mal unter der Brille zu betrachten, die Rob eben genannt hat, bezüglich Gruppenarbeit und Entscheidungsstrukturen. Transition hat mit einem sozusagen Paradox eigentlich angefangen und hat es ein bisschen immer noch. Es ist eine sehr zentrale Struktur. Es gibt ein Transition Network in Totnes, was von Anfang an ein relativ kleines Team von Menschen war und zum großen Teil noch ist, die weltweit gesehen in einer kleinen Gruppe das Transition-Modell definieren, halten und versuchen, die Transition-Initiativen da draußen durch zu vernetzen. Das ist zentral. Was sie aber fördern, sind überall dezentrale Initiativen. Was man jetzt beobachten kann, ist fast fraktal. In jeder Initiative haben wir auf Arbeitsgruppenebene, auf Kerngruppenebene, auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf supranationaler Ebene immer dieselben Probleme und Fragen. Wie strukturieren wir uns? Wie treffen wir Entscheidungen? Wer sind wir überhaupt? Wollen wir eine Partei sein? Machen wir ein Mitgliedersystem? Was ist das Beste für uns alle? Da Transition ist, ist das Schöne daran, finde ich persönlich, dass es darauf keine Antwort gibt, sondern nur die Frage. Und das Zurückgeben an die Aktiven, ja, beschäftigt euch damit und sucht euch eine Struktur, die euch entspricht. Das heißt, sowohl auf regionaler Ebene, auf lokaler Ebene, aber auf nationaler Ebene gibt es ganz unterschiedliche Formen, in denen sich Transition-Strukturen bilden. International gesehen gibt es, wie Rob sagte, inzwischen Transition-Aktivitäten in um die 50 Länder und National Hubs, das heißt erste Formen von Strukturen in den Ländern, gibt es in ungefähr 18 Ländern. Die sehen total unterschiedlich aus. In Deutschland
haben wir anders als in Totnes andersrum angefangen. Wir haben erst haben sich ganz viele Transition-Initiativen gebildet und tun das immer noch. Und jetzt versuchen wir immer stärker herauszufinden, wie wir uns am besten organisieren wollen. Es gibt also jetzt einen Transition-Verein, ne, als irgendwann muss es ja mal einen Verein geben. Es gibt jetzt einen Transition-Verein, den wir gegründet haben, nicht um das Netzwerk zu sein in Deutschland, sondern als Dienstleister für das Transition-Netzwerk Deutschland. Und was das Transition-Netzwerk Deutschland sein will, wissen wir und weiß es selber immer noch nicht genau, aber es arbeitet stark daran. Ja? Kannst du ein bisschen erzählen, ja, was sind denn die Initiativen, die es in Deutschland gibt? Was sind das hauptsächlich im Energiebereich, im Ernährungsbereich? Beschreib mal so ein bisschen. Es gibt im deutschsprachigen Raum, und weil das dezentral ist, wissen wir das nicht genau, um die 120 Initiativen. Von zwei Personen, die irgendwo sagen, ich mache das jetzt, wer macht mit, zu Initiativen wie in Regensburg, die in einem Jahr ungefähr 300 Aktive hatten, so schien es zumindest von außen. Und je nachdem, wo die sitzen und wer da mitmacht, haben die ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Von Initiativen, die sich meist auf ein Thema nur konzentrieren, und das ist oft, hat es was mit Garten zu tun, mit Permakultur, mit Ernährung, mit Solawi, hin zu wirklich Initiativen, die das ganz große Rad drehen wollen und all die Transition-Themenfelder gerne parallel bearbeiten möchten. Wir können beobachten, dass Transition wie das wahre Leben ist, das heißt Initiativen entstehen und vergehen. In Initiativen entstehen und vergehen Arbeitsgruppen. Ich glaube, wir in Bielefeld halten den Rekord für den inneren Wandel. Wir haben sie jetzt zum vierten Mal gegründet, die AG Innerer Wandel. Da lernen wir viel bei. Und ja. So. Zumindest habt ihr nicht das Problem, dass ihr über einen Namen nachdenken müsst, was ja oft schon die ersten Gruppen sprengt. Aber vielleicht kannst du noch mal mehr beschreiben, was so die Probleme von den Gruppen sind. Manche also, Gruppen haben das Problem über den Namen. Klassisches Problem wäre. Der Name ist ein Problem. Genau, der Name ist kein Problem. Doch, der Name ist ein Problem manchmal. Okay. Weil das Wort Transition so ins Deutsche zu übersetzen, dass es das umfasst, was im Englischen umfasst, ist fast nicht möglich. Mhm. Und gleichzeitig möchten sich viele Initiativen einen deutschen Namen geben, um auch wirklich für alle zugänglich zu sein, gerade auch ältere Menschen oft, die nicht so gut Englisch sprechen, aber irgendwie auch zeigen, dass sie sich diesem globalen Verbund zugehörig fühlen. Dann lösen die das mit Dresden im Wandel, Untertitel Transition Town Dresden oder so. Ja? Was sind sonst Herausforderungen in der Arbeit? Das, was Rob schon ansprach, ist eine ganz große Herausforderung, der Spagat zwischen freiwilliger Arbeit und dem eigenen wahren Leben. Und dieser komischen Annahme, die ich auch bei ganz vielen Transition-Initiativen in Deutschland spüre, dass nur ehrenamtliche Arbeit gute Arbeit ist und die wahre und die reine, und sobald Geld ins Spiel kommt, alles irgendwie ein bisschen blöd und komisch und so. Da ist so das größte Tabu. Ich glaube, da ist Leben, Sterben und Krankwerden nichts gegen. Ja? Das ist das große Tabu. Und da strugglen sie alle mit. Ja? Und wer engagiert sich da? Wer fühlt sich angesprochen? Unterschiedlichste Leute. Also in Bielefeld bei uns kann ich Ihnen nur sagen, es sind von zweijährigen bis 85-Jährigen, von Akademiker zu Nicht-Akademiker, in Arbeitsstehende, nicht in Arbeitsstehende, quer durch die Bank, Personen, die Männer, sich da, Frauen? Auch das ist sogar relativ ausgewogen. Und jetzt muss ich auch noch, weil wir die Heinrich-Böll-Stiftung sind, Migrationshintergrund. Ja, auch in Bielefeld haben wir ein französisches Ehepaar, was bei uns mitmacht. Okay. Wow. Nein, das gibt es auch je nach Stadt, sieht das unterschiedlich aus. Das kann ich nicht genau beurteilen. Was ich so sehe, ist schon, es ist im Moment eher noch, auch was Rob schon sagte, White Middle Class ist definitiv auch so ein bisschen im Moment noch der Schwerpunkt der Aktiven. Ja. Und wie reagiert in der Regel, oder gibt es da ein Muster, guckt die Politik auf diese Initiativen, nimmt die wahr oder gibt es da Interaktionen irgendwie? Also jetzt in den Kommunen erstmal, Dieter. Ja, in den Kommunen, ja, sehr stark, auch sehr unterschiedlich. Oft ist es so, wenn sich eine Transition-Initiative gründet, dass die uns dann fragen, oh, ja, was können wir denn machen, damit die Stadt auf uns aufmerksam wird? Und wir sagen meistens, entspannt euch, die kriegen euch sehr, sehr schnell mit, manchmal vielleicht schneller, als ihr euch das wünscht, weil die ja oft auch sehr stark spüren, dass das, was da passiert, nämlich Bürger selbst motiviert, selbst organisiert, sich engagieren, das Beste ist, was ihnen passieren kann. Es bedroht sie aber auch manchmal ein bisschen. Also eine starre Struktur wie eine Stadtverwaltung ist natürlich strukturell manchmal ein bisschen in Angst, wenn es einer Struktur begegnet, die sagt, wir probieren mal was aus, was ihr nicht dürft oder könnt oder wollt.
Aber es gibt da ganz viele wunderbare Formen, wie diese beiden Strukturen oder Nichtstrukturen zusammenarbeiten können. Das passiert auch überall. Das geht so weit, dass in Witzenhausen die Bürgermeisterin die Transition-Initiative ins Rathaus eingeladen hat und die dann ein Büro haben. Oder dass der erste Transition-Kurs da im Rathaussaal stattfand und viele aus der Stadtverwaltung mitgemacht haben. Das gibt's alles. Bevor ich jetzt auf die sozusagen Makroebene nochmal mit dir komme, ein Beispiel fällt dir vielleicht ein oder eine deiner Lieblingsinitiativen, wo du sagst, es funktioniert total gut, es nimmt viele Leute mit. Ja, Bielefeld. Da passiert gerade was. Ist super. Also du musst jetzt nicht. Ist aber einfach so. Ich kann das nicht anders sagen. Entschuldigung. Ne? Bisschen hier Support Your Local Scene. Wir haben in Bielefeld, ich glaube, 8 Themengruppen. Wir treffen uns monatlich in etwas, was wir Kerngruppe nennen. Das heißt, da sind Abgesandte jeder Themengruppe und arbeiten 1,5 Stunden konzentriert an den Themen, die anstehen. Wir schaffen ungefähr 20 Agendapunkte in 2 Stunden, lachen dabei, gehen danach noch ein Bierchen trinken, sind weiter primär miteinander befreundet, haben manchmal Konflikte, die wir ziemlich gut lösen, finde ich. Und woran liegt das? Außer, dass die Magie von Bielefeld da am Wirken ist. Es liegt, glaube ich, daran, dass wir ein relativ hohes Metagruppenbewusstsein haben über das, was wir tun. Das versuchen wir auch in die anderen Transition-Initiativen zu transportieren. Sobald eine Gruppe sich ihrer selbst stärker bewusst wird als Gruppe, fängt sie an zu erkennen, was sind eigentlich vielleicht Prozesse und Mechanismen bei uns, die eine gute Zusammenarbeit fördern oder eben nicht. Und allein das Bewusstsein oder die Achtsamkeit dafür, in meiner Beobachtung, verändert schon oft Gruppenarbeit hin zum Positiven. Mhm. Ja. Jetzt mal zu Dieter Janicek. Man muss sagen, dass eine deiner wirklich Schwerpunkte deiner Arbeit ist, genau Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken und darüber nachzudenken, wie eine ökologische Transformation der Wirtschaft aussehen kann. Du kommst aber ganz oft eher auch vom Dialog mit der Industrie, also nicht vom Lokalen, sondern sozusagen du guckst auf die Großen und wie können die sich bewegen. Ich bin sehr gespannt, wie du dieses Buch gelesen hast und was dir da durch den Kopf gegangen ist. Ja, mir sind verschiedene Dinge durch den Kopf gegangen. Zum einen, dass ich auch schon mal so ein bisschen Transition gemacht habe. Das ist einfach diese Idee, mal loszulegen, eine Idee zu haben, dann zu schauen, was rauskommt. Das fand ich sehr sympathisch. Das ist mir zweimal passiert. Einmal, relativ relevant sogar, muss man sagen, einmal habe ich mal drüber nachgedacht, wie man den Münchner Flughafen nicht erweitern kann. Und dann haben wir diese Idee gehabt, einen Entscheid zu machen. Alle haben gesagt, das verlieren wir haben es gewonnen. Das war einfach eine Idee, man macht eine Kampagne, funktioniert in München. Dritte Startbahn nicht gebaut und das zweite war damals, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich an der meistbefahrensten Straße Deutschlands gewohnt in München, die Landshuter Allee, und habe dann mal gesagt, mit dem anderen könnte man mal klagen, gibt es ja jetzt ein neues Recht der EU, und es hat 3,5 Jahre gedauert, dann gab es dieses Recht auf saubere Luft, die Feinstaubklage, was daraus geworden ist, darüber kann man diskutieren, aber das ist mir sympathisch vom Ansatz, also Entrepreneur zu sein, Gründer zu sein, das ist ja das, was die Grünen mal waren, ich sage das jetzt mal auch kritisch, ja. Also vor 40 Jahren, als die Anti-Atom-Bewegung entstanden ist und daraus dann in der Perspektive auch die Bewegung für erneuerbare Energien, da waren das nicht nur Menschen, die politisch gedacht haben, sondern das waren Menschen, die haben angepackt. Die haben eine Idee gehabt, die kamen aus der Gründerszene, die haben eigene Projekte gemacht, die haben auch die Landwirtschaft neu erfunden. Das waren jetzt nicht nur die Grünen, aber es war eine ökologische Bewegung. Und im Prinzip ist Transition für mich auch wieder ein Neuaufleben einer solchen Bewegung. Also darum geht es letztlich. So, aber jetzt ist die Frage, das war ja auch eine Machtfrage, die gestellt worden ist. Also wäre der Atomausstieg, der heute noch nicht vollständig realisiert ist, auf die Spur gekommen, wenn man nicht sich politisch organisiert hätte und dann am Ende ein Gesetz gemacht hätte, das zum einen den Atomausstieg besiegelt und zum zweiten die Rahmenbedingungen schafft für erneuerbare Energien. Und zwar nicht nur über die Freude an den erneuerbaren Energien, über dezentrale Ansätze, alles gut, wird es da gerade wieder abgebaut, sondern über Geld. Ja, die Leute haben investieren können zu guten Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien, haben das gemacht und heute sind 6% der Deutschen Besitzer erneuerbarer Energien. Also es geht auch um Macht. Und deswegen, ich bin ja heute auch ein bisschen hier so als ein kleiner Widerpart, bei aller Sympathie ist ja die Frage, ist das nicht alles zu lieb und nett? Also ich komme aus Bayern, freue mich auch, dass ich jetzt 3000 Brauereien habe, und wenn dann ein paar noch mehr Transition machen würden und sagen, sie machen das lokal, das machen die übrigens sehr stark, also Brauereien, gerade die Kultur, das ist eine Marke, die funktioniert ja nur lokal, sonst überlebt die nicht, dann erreiche ich zwar was, aber hilft das jetzt beim Klimawandel, bei Peak Oil, ist das, oder
Ich glaube schon, ja, es hilft, aber es würde, die Frage in meiner Rob Hopkins wäre, also wie geht das zusammen mit dem Politischen? Ist das eine unpolitische Bewegung, die sagt, sie macht ihr Ding, sie probiert das aus, sie ist ein Gründertum, New Economy, finde ich total richtig, und hält sie sich aber raus und sagt, die Politik, die brauchen wir gar nicht, die müssen wir, das habe ich ein bisschen in dem Buch so gelesen, also wir können ja erstmal alles machen und die Politik und die Wirtschaft, die machen sowieso ihr Ding. Und ich glaube, das ist ja auch eine Debatte für die Grünen, die wir führen müssen, ja, also dass wir das zusammenbringen, ich muss entkoppeln, technologisch, damit Industrie reden, schauen, dass die runterkommen von den Emissionen, aber ich muss auch entkoppeln sozial, dass sich Verhaltensweisen ändern, dass sich was Neues tut in den vielen Gründerzentren, und ich nenne das bewusst Gründerzentren, die es vor Ort gibt, im landwirtschaftlichen Bereich, im Energiebereich, selbst im Inklusionsbereich. Und das alles zusammenzudenken, diesen technologischen Schritt, den schaffe ich über Gesetze. Aber wie schaffe ich diese Ermöglichung, dass vor Ort was passiert und sich dann aber wirklich was bewegt? Und dann ist meine These, wenn sich was bewegt, dann wird das nicht gehen, ohne dass es auch ein paar wehtut. Weil es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Bevor du weitermachst, das finde ich eine super Frage. Ja, das ist die Machtfrage. Ich finde es, um das nochmal zu ergänzen, es gibt ja jetzt diesen neuen Report, der sagt, 70% der CO2-Emissionen gehen auf 90 Unternehmen zurück. Die, die sozusagen von Fossil Fuels, von fossilen Energien profitieren. Das heißt, es gibt eine ganz starke Machtkonzentration. Und mit dieser Machtkonzentration muss man ja umgehen. Das sind ja auch diejenigen, die eine starke Lobbyarbeit dafür machen, dass Klimaschutzpolitiken nicht vorwärts kommen, weil sie halt viel zu verlieren haben, weil es eine große Entwertung von Kapital ist. Und wie interagiert das mit solchen lokalen Initiativen? Rob, what would you say? Achso, Entschuldigung, ich wollte noch sagen, hier sind zwei Plätze frei vorne. Es steht, da ist zwar eine Jacke, die würde ich jetzt aber einfach mal wegtun, das ist nämlich von uns. Also dort hinten, zwei Plätze hier vorne. Ja? Die Jacke ist von Rob Hopkins, einfach weg damit. So, sorry. Come here. Yeah, okay. Sorry. The power question. Yeah, I think it's a very important question, and I think sometimes people look at transition and it's, I don't need those, do I? And it's reluctant, it's not engaging with party politics as meaning that transition is not political. But actually, for me, transition is profoundly political. That actually, the scale of change that it wants to see is profoundly political. And actually, the work that it does is profoundly political as well. But actually, its effectiveness comes from its ability to work at the local scale without being seen as being left-wing, right-wing, green, pro-growth, anti-capitalist, whatever. So something like the economic blueprint that I mentioned before, we were only able to do that with our town council, district council, all those different bodies, the local chamber of commerce, because we're not seen as being politically allied one way or the other. And actually that means that we can work in a way that actually top-down politics isn't able to do. I wouldn't for a moment say all we need is transition, and I made that clear at the beginning. You know, of course we need people like yourself who are within politics who are trying to make that kind of change happen. I think what transition can do is to, firstly, you know, you mentioned where the power sits in terms of energy. I mean, actually, we have to acknowledge that there's a huge amount that exists because we support it. You know, there's the campaign in America now about, and other places, about divestment and getting organizations to remove their investments from fossil fuels. We have to remember that we can divest every day when we go shopping. Every day when we go spending any money, we're investing or divesting from the kind of economy that we want to see. So and there's a lot of politics in that. So actually, for me, what we see with transition is actually trying to make your life and people working within politics of whatever parties life easier by kind of trying to create the demand. Because actually, it feels like at the moment a lot of governments get stuck in terms of really doing what needs to be done because they feel there's no popular support, there's no vision. What would a low carbon society look like? And it can be people's mental picture is often that we have to go back to living in a cave and eating rotten potatoes.
and actually often and a lot of politicians get stuck because they feel they don't have popular support. And I think what something like a transition can do is by just getting on and creating that new kind of an economy, it can the two things can meet each other. And I think increasingly we start to see examples now of where very active bottom-up stuff can actually start to meet the top-down stuff coming the other way. But bottom-up stuff does actually need certain local political framework, doesn't it? I mean, what kind of support do you need locally, political support, or do you just can go on without having... There's an enormous amount that you can do without that political support. And I think if you're kind of skillful about it, you can kind of move around it and come up with different ways of doing it. And actually, if you want to make that kind of big systematic change that we need happen, the question is, are you best to try and put your energy into trying to lobby for policy change at the top? Or actually, are we better to have thousands and thousands of communities who are just getting on and living as though that had already happened? Because actually, you can make change happen faster at that scale. You're much less likely to come up against the kind of powerful vested interests that you come up against when you're lobbying for political change. Mm. You can just get on, you can do it, nobody even notices you for a while until you've got lots and lots done and lots of support. One of the beautiful things about something like the Bristol Pound is actually it's a radical tool, you know, a city printing its own money, using that as the driver for lots of different things. But actually, if central government decided they didn't like the Bristol Pound and they wanted to shut it down, they wouldn't go to Transition Bristol, they would have to go to the city council to shut it down. And that's very interesting as well, I think. Ja, ich glaube sehr fest an die These, dass wenn man 5% der entscheidenden Multiplikatoren, Kreativen, diejenigen, die was bewegen wollen, einer Gesellschaft erreicht und die an einem Strang ziehen, dann kann man diese Transition erreichen. Dann wird das funktionieren, da braucht man nicht 50, da braucht man erstmal 5 und die begeistern dann die anderen. Also, und das halte ich für sehr wesentlich. Aber am Ende muss es dahin kommen, dass Entscheidungen auch getroffen werden. Das ist zum Beispiel die Stadt Edinburgh, die hat entschieden, 5% ihres Infrastrukturbudgets für den Radverkehr zur Verfügung zu stellen. Das klingt jetzt nicht so viel, ist aber eine Menge, wenn man vergleicht, was ausgegeben wurde in der Vergangenheit und dadurch verändert sich was. Oder die Stadt Kopenhagen, die sehr stark auf den öffentlichen Nahverkehr gesetzt hat, 40% Radverkehrsanteil hat und die einfach gesagt hat, das Geld, was ich habe, investiere ich in diese Bereiche, eben in den öffentlichen Verkehr und nicht in die Straße. Das sind Grundentscheidungen. Aber worauf ich letztlich hinaus will, ist, dass ich bei der Transition, die wir vor uns haben, jetzt im Bereich Energie, da sind wir in Deutschland jetzt gerade in der Phase, wo auch andere wieder hinschauen. Wir sind ja schon weit und trotzdem nicht weit. Ja. Wir sind bei 25% Strom, klingt ganz toll. Bayern bei 35, an der Nordsee demnächst bei über 50. Aber was diskutieren wir jetzt? Wir diskutieren nicht mehr nur dezentral Photovoltaik, Wind, sondern wir diskutieren Leitungsausbau, wir diskutieren Lastmanagementindustrie, wir diskutieren, wie können wir den Wohlstand halten, die Arbeitsplätze in diesen Konglomeraten, wie können wir große Städte versorgen und all das hat auch mit Eingriffen zu tun. Ja? Das hat nicht nur mit den schönen Dingen zu tun, sondern da geht es auch um Infrastruktur, da geht es auch um Industrie. Weil, also anders kann man es aus meiner Perspektive nicht nur denken. Und die Gefahr ist jetzt gerade in Deutschland ja, dass wir sehr stark Energiewende ist jetzt technisch. Also wo ist das Begeisternde, die Vision, wo gehen die Leute mit jetzt auf die Straße, was machen die jetzt noch? Ja? Und das ist für mich ganz wichtig, dass man das zusammendenkt. Und das ist ja auch gerade das, was uns gerade umtreibt, jetzt auch als Grüne in der Fraktion. Wie kann man so etwas framen, sagt man ja schön amerikanisch, dass diese Begeisterung für diese gemeinsame Vision wieder entsteht. Ich war vor kurzem bei Harald Welzer, letzter Satz. Der ist ja auch jemand, der sich viel einmischt in solche Diskussionen und man kann manches teilen, vielleicht manches nicht, aber er sagt ja selber denken. Also man muss selber handeln, selber denken und er hat eine Datenbank von 700 Leitprojekten, also von 700, ich würde sagen, Transition-Leitprojekten, von Projekten, wo Leute selber handeln, selber was auf den Weg gebracht haben. Also das zusammenzubringen, soziales Handeln und diese technologischen Standards, die man aber auch setzen muss, weil wir wissen aus allen Erfahrungen, wenn wir nicht die Leitplanken setzen, ja, dann wird das alles nicht funktionieren. Die Zeit ist nicht mehr so lange mit dem Klimawandel, dass wir das machen können. Ich würde das jetzt mal aufnehmen als Fragestellung, wie man, how to scale it up actually. Yeah? So how does it work not only for energy and food, but also for something like chemical production or, you know, if the energy system becomes
bigger and bigger. So is this the limit of your model, or how would you see it? I don't get a sense that actually there's we're really disagreeing very much. You know, I mean, I mean for me, because actually, of course, we need the national political scale, and we need people who are, we need good people in there who are doing good things. And actually, what you see in some transition groups is people who come into it having no experience that they can do very much to make things change in the world around them. And then they get involved in transition, and they get involved in some projects, and they find actually, this is quite good. I quite enjoy this. And it's actually, and it builds a process to them then actually deciding that they're going to run for local government or even for national government. And in Italy, in a place called Montevello, there was some people who were in the local transition group, and they ran for the local council, and they got onto the local council, became the mayor and the environment person. They then passed this fantastic resolution all about community resilience and renewable energy and local food and so on and so on. You know, and actually, but for me, the skillful bit is, if they had run, like if in my town I ran for the transition party, The danger of forming a transition party is as soon as there's a transition party, then you also have to have a policy on education and on transport and on abortion and on healthcare and da-da-da-da-da. And the more of those policies that you lay out, the more you become positioned at a particular place on the left-right spectrum. And as soon as you do that, then you lose all the people who would be involved in the transition process who don't agree with you. So there is a skillful thing of staying below the radar, which is what makes something like transition effective. But actually, what my hope is that what it does is it is for people who are in politics and who are trying to bring around the urgent scalable changes that you're talking about, actually hopefully having those stories in the papers, having that really visible, having communities saying we see our economic future as lying in that story, that's where we want to go. Please, please pass more carbon rationing, because that means that our really cool new local food project is going to work really, really well. That kind of stuff. You know, then those two things fit together really beautifully, I think. So sorry, if people want us to have a big fight or something, I don't know, maybe we could do that better. But back to my question, in the sense of who's going to produce this kind of stuff with, you know, chemicals in it who come from different countries all over the world, you know, having all these globalized work structures. So how do you deal with that? I think we have to recognize that as the International Energy Agency said about 6 months ago, if we carry on with a business as usual path, we will end up increasing the world's temperature by 6 degrees by the end of the century. I mean, that's an uninhabitable planet. So actually, it may be that actually we don't have a table like this. Or maybe actually there's a pressure on whoever made this table. It's already breaking. Look, actually, we could have this table that was designed. You know, my father passed away last year, and in emptying his house, he had furniture there that he got from his grandparents that's still good furniture, and now he's handing down to me. You know, if this lasts 5 years, that would be something. So, you know, for industry to actually move to sitting within that framework is really important. I think, you know, if we, like I said at the beginning, if we are to take the challenges of climate change seriously, it does mean things change. And it does mean that we can't have everything in the way that we've had it up until now. But actually, you know, if this table were crafted by somebody that I knew, and actually, you know, I'd been involved in making it, or it some had, you know, there's another way, and there's a different relationship I could have with this table, other than knowing that it's going to last for 5 years and then be thrown in a hole in the ground. Würdest du das auch so sehen, eine lokalisierte, würdest du das auch so sehen, eine lokalisierte Wirtschaft ist die Antwort auf den Klimawandel? Eine lokalisierte Wirtschaft ist die Antwort auf den Klimawandel? Das hängt davon ab, also in der Agrarwirtschaft ja, das ist sicher so, also Nahrungsmittel möglichst regional produzieren, in der Energie auch, das war ja die Kunst der Energiewende, dass man letztlich umverteilt hat, man hat verteilt von den großen Konzernen zu den kleinen, zu den mittleren,
Das ist passiert. Die Energiewende ist ein zutiefst demokratisches und soziales Projekt. Was nicht funktionieren wird, ist, wenn wir Freihandel und globale Arbeitsteilung haben, dass das Automobil zum Beispiel in einem Landkreis produziert wird oder bestimmte Hochtechnologien. Und da müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es durchaus auch Trends gibt auf der Welt. Digitalisierung, USA, die ganze Wertschöpfung verschiebt sich von Hardware zu Software. Der Wohlstand, den wir haben in unseren Ländern, den wollen die meisten zumindest nicht aufgeben. Und wir wollen also auch da natürlich die Strukturen so ordnen, dass sie dann am Ende ökologisch und klimaneutral funktionieren. Also Post-Carbon, ja, das muss man hinbringen. Und das ist nicht ganz so easy, wenn, nur über einen dezentralen Ansatz zu schaffen. Yeah, I wouldn't for a moment say that it's about localizing everything. I think different things make sense to localize in different ways. So food makes a lot of sense to do that. Energy makes a lot of sense to do that. Building materials, I would suggest, up to a certain point would make sense. Frying pans, maybe not so much. Computers, I don't know, you know, but actually it feels like the things that are the really core essential things that we need, the survival things, we need to bring closer to home. Bevor ich jetzt auf, schon mal Fragen sammeln innerlich, ja, ich würde trotzdem noch gerne ein Thema aufbringen, das mich auch umtreibt. Es gibt ein Beispiel in dem Buch, da geht es um, dass die Fahrräderanzahl in Ferrara, glaube ich, in Italien stark zugenommen hat. Und zwar als Antwort auf die europäische Wirtschaftskrise. Die Frage für mich ist, ist das dann nur die Antwort auf die Wirtschaftskrise, weil die Leute kein Geld haben, aber im Grunde eigentlich Auto fahren wollen? Ja? Ich habe vor kurzem auch nochmal einen Bericht gelesen darüber, über Billigklamotten in Primark, also vom UK. Also sagen, dass die Leute einfach so viel Klamotten kaufen wie nie zuvor. Und die Frage ist, wie kriegt man eigentlich diese vielen Menschen hinter sich, die in Shoppen etwas sehen, was einfach Spaß macht? Und nicht, und im Grunde nur nicht shoppen wollen, wenn sie kein Geld haben. Okay. Sorry. I didn't quite understand that. Okay, sorry. So I was a question of, is there actually real support of the main people? Don't they really want to shop and just take the bicycle because it's, you know, they don't have money and we have an economic crisis? That's the reason why there are more bicycles in Italy? Or is the reason, I mean, how do you get, you know, the majority of people who love to shop, for example? Shopping as a freedom, expression of freedom. Well, I think we have to be very careful about where we... about sort of realistic about where we are really, in that, you know, in 2008 we had an enormous economic crisis, partly because we had all borrowed far too much money to spend on things that we then threw away, and partly because we had generated, well not we, partly because there was an enormous housing bubble that inflated the value of people's properties out of relation to reality. Actually now, here we are 5 years later, and in the UK our way out of a financial crisis caused by an enormous housing debt bubble is to create another housing debt bubble. I don't know how it is here, but we're doing exactly the same thing again. And actually that kind of, you know, of course people like to buy things, but actually people are really, really struggling under the levels of debt that's actually generated. And actually, do people like going to buy a new television, or do people actually want to have a television? It's kind of quite two different things. Actually, if the role of industry is to provide you with a television, and it's their responsibility to make sure that for 10 years you have a television, then they will make televisions to last a lot longer than if they're just making so you'll buy another one in 4 years' time because they bought out a cooler one, you know. And I think, of course, you know, we are, it's why I mentioned the thing about tipping points. You see, actually, if we sit here and think, actually, a lot of people like to go shopping, not there's anything wrong with going shopping, you know, but actually, if our assumption is that everybody has to kind of get a new worldview before we can do anything, then we're never going to get anywhere. Actually, the point is that if people just get started and start things happening, then those stories and those tipping points, then things just start to move. And actually, that's really important. It's really easy to come up with reasons why deciding now
to start doing things isn't going to work. Oh, well, I haven't got any money. Oh, we haven't got any funding. Oh, well, if we actually get anywhere, someone will try and stop us. Oh, well, the government will never listen to us anyway. Oh, well, everyone likes to go shopping. You know, all we can throw those things in front of ourselves all the time as reasons to not do anything. But actually, once you start doing things, my sense has been, and I see it in again and again and again, when people do something with a good heart, and they do something with a motivation which is about making the lives of the people around them better, connecting people together in a context which is enjoyable and creative and fun, it attracts people. People are drawn to that, and I'm sure those of you who do this kind of thing, it'll be your experience. And actually, the idea that we just continually kind of tell ourselves reasons why we shouldn't bother, I think actually is a waste of our energy myself. Ja, du wolltest auch sagen. Genau. Zum Shoppen auch nochmal. Ich glaube, niemand wird hier als Shopper geboren. Das Shopping-Gen wurde bisher noch nicht entdeckt, sondern es ist ein individueller und kollektiver Prozess, zum Shopper zu werden. Und diesem gerade auch individuellen Prozess, glaube ich, kann sich auf Dauer niemand entziehen, wenn er sein Verhalten ändern möchte und sollte. Und ich vermute, dass Transition, wenn es gut läuft, hoffentlich eine der Initiativen ist, die Menschen einen Raum bieten, sich diesem Thema mal anzunähern und auf eine erstmal nicht so bedrohliche Art und Weise zu hinterfragen, wie sie sich verhalten und warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Der Charles Eisenstein und seine Gift-Economy ist für viele Transitioner ein ganz spannender Mensch, ein ganz spannendes Konzept. Und in der Gift- oder Geschenkökonomie heißt es dann, ja, ultimativ später in den paradiesischen Zuständen, es ist genug für alle da, die Erde ist voller Fülle und jeder nimmt sich nur das, was er braucht und das läuft schon. Würde das heute schon laufen? Nein. Warum würde das heute nicht laufen? Weil wir nur denken, wir wissen, was wir wirklich brauchen. Niemand von uns weiß doch, was er wirklich, wirklich braucht. Zum Glück sind nur die wenigsten. Die meisten haben anerlernte Verhaltensweisen, die ihnen Glauben machen, ich bin nur dann wirklich glücklich, wenn ich 3 Autos habe, 2-mal im Jahr in Urlaub fliege und all diese Dinge habe, nur dann fühle ich mich wirklich zufrieden. Es kann ja sein, dass diese Menschen, das betrifft ja jeden von uns, wenn sie eine Form finden, sich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen, irgendwann zu einer Erkenntnis kommen, dass ganz andere Dinge sie besonders glücklich machen. Meine Vermutung ist, es sind eher nicht monetäre und sehr stark eben soziale Dinge, die das sein werden. Von daher glaube ich, was Sie mit dem Shoppen sagten, ja, aber der Prozess, der uns zum Shopper gemacht hat, der hört ja nicht jetzt auf. Und wie eben ja auch schon gesagt wurde, sowas geht manchmal ganz schnell. Dass im Moment auf einmal ganz viele junge Erwachsene in Großstädten überhaupt nicht mehr anstreben, ein Auto zu haben, geschweige denn einen Führerschein, das hätte doch vor 20 Jahren niemand geglaubt. Oder was im Moment mit den Kirchen passiert. Diese ganzen Phänomene, wo sehr lange, sehr starre Strukturen sich auf einmal in Windeseile ändern, die geben uns doch Hoffnung, immer wieder, dass Wandel, den wir jetzt für absolut unmöglich halten, vielleicht in sehr kurzer Zeit doch möglich sein wird. Ja, übrigens gerade in den Kirchen passiert wirklich viel und auch den Ihnen in zumindest vordergründig nahestehenden Parteien habe heute vernommen, dass die CSU ihre Grundsatzkommission auf das Thema Wachstumskritik ausrichtet, Conservative Party. Also das ist, da bewegt sich auch was, aber ich wollte eigentlich was zum Thema Konsum sagen. Das geht natürlich sehr stark über Psychologie, ja, und über Manipulation. Und im digitalen Zeitalter geht das auch darum, dass Google heute weiß, was Sie alle wollen in der Zukunft und das Ihnen anbietet, und zwar zielgenau. Und dieses manipulative Potenzial ist gigantisch hoch und das muss benannt werden, da muss man rangehen. Ja. Und der Ansatz wäre dann zum einen die Wertediskussion, das zweite, ich war dieses Jahr schon in San Francisco und in Seoul, das sind beides eigentlich die Hauptstädte der Sharing Economy, wo wirklich versucht wird, auch über digitale Plattformen, aber auch über andere Formen des Zusammengehens, Nutzen statt Besitzen voranzubringen. Und in Deutschland kennen wir das über das Carsharing.
kann man jetzt auch mal streiten, was da Eigenwerbung für die Automobilkonzerne ist und wirklich Nutzen dann für die Städte. Aber in der Summe ist die Idee, wegzukommen von diesem mentalen Pfad. Wir müssen ein Automobil besitzen in Deutschland, das 24 Minuten am Tag im Schnitt fährt, 23 Kilometer schnell und 4.000 Euro Kapital bindet pro Jahr pro Person. Ja. In diesem Automobilland Nummer 1. Also dieser mentale Pfad, der muss ja erstmal durchbrochen werden. Und ich glaube, da sind wir auch eigentlich dieser ganze dieser fossile Pfad, also alles ist Wachstum, ist chemische Industrie, ist petrochemisch, Automobilindustrie, Mobilität, alles ist abhängig vom Erdöl. Das ist heute so, weitgehend. Strom, ein bisschen was getan jetzt in Deutschland, ist aber Primärenergie wenig. Ich meine, Strom ist der geringste Bereich des Energiewandels. Die Mobilität, die Agrarwende, das muss man alles zusammendenken. Und wenn dann diese Entrepreneure kommen und sagen, ich kann das machen von unten, dann hat das, glaube ich, einen großen Wert. Aber die Politik, die muss man begreifen, wie man da den Rahmen schafft. Und das geht, glaube ich, kommunal, das geht auf Landesebene, das geht auf Bundesebene, aber es ist nicht in den Köpfen drin. Das ist meine Analyse zum jetzigen Zeitpunkt. Und da muss man was tun, glaube ich. Das nehme ich mit. Danke. Okay, vielen Dank. Jetzt sind hier alle aufgefordert zu fragen, die... Genau. Beiden Frauen da, wir geben das, die Aufforderung ist kurz und knapp, damit wir möglichst viele Fragen sozusagen sammeln können und vielleicht kurz vorstellen, woher Sie kommen. Guten Tag Martin, ich bin Biologe und bin hier ehrenamtlich im Umweltschutz tätig. Mir hat sehr gefallen, dass betont wird, diese Eigeninitiative. Das finde ich also sehr gut und wenn das vorbildlich ist, dann wird das auch kreise ziehen. Und da fällt mir ein, Sie sprachen von 50 Ländern, wo dieses Transition-Prinzip wirkt. Wie ist das in den Entwicklungsländern? Wir haben ja jetzt die Fluchtwelle und da wäre es doch gut, wenn sich die Leute anstatt dem Wohlstand hinterher zu rennen und dabei sogar sterben, vielleicht sich in ihren Kommunen, in ihren Ländern zusammenschließen und solche Initiativen entwickeln, denn dort sind ja auch diese politischen Machtverhältnisse noch nicht, dieser Konzerne, wie das in diesem eindrucksvollen Eingangsbild mit den fünf dominierenden Versorgern da, diesen Konzern, die sind ja da nicht so stark. Also wie sehen Sie die Chance in den sogenannten Entwicklungsländern für Ihr Transition-Prinzip? Okay, wir sammeln mal so drei Fragen und dann machen wir immer eine Antwortrunde. Ja, Daniela Diltay, Transition Town Gruppe Charlottenburg und ich bin psychologische Psychotherapeutin. Zu dem Sache mit dem Autokaufen, das stimmt, in Deutschland werden kaum noch Autos verkauft, aber gerade in den armen Ländern, habe ich heute gehört, werden gerade ganz viele Autos gekauft. Hm. Und wie ist das zu erklären? Ja? Okay, dann vielleicht nochmal hier auf der Seite und dann machen wir nochmal eine Runde. Da war doch, okay, dann. Ja. Ja, genau, ja. Wunderbar. Hi, my name is Ian. I'm from Ireland, but I live here. I just wanted to ask Robert if he finds advertising on the internet of events and things or advertising through posters is more effective or both intensively. So, a pretty simple question. Very concrete. Okay, dann machen wir schon mal die erste kurze Antwortrunde machen und dann sammeln wir weiter. Ihr könnt euch das raussuchen. Rob. Thank you. So, developing countries. When we first designed Transition, we conceived of it really as being a detox for the affluent West. The idea was that if you want to, the West needs to bring its emissions down like that and meet the developing nations coming like that to a point that's sustainable, the contraction and convergence model. So actually we've been really surprised because, so transition is a self-organizing approach. So it's not like a Coca-Cola franchise. We don't sort of stick a pin in a map and say, now we take Chile or something. You know, if transition emerges in Chile or wherever, then it does because people there decide to. So it's been really interesting for us to see transition emerging in Sao Paulo, in the favelas in Sao Paulo, in South Africa, in a township in South Africa, in parts of India, in Chile. And in each of those places it looks different, but it's often around, so in Brasilândia, in Brazil, they don't approach it as
being about peak oil and climate change, they approach it as being about social justice, violence towards women, empowerment, job creation, and that kind of thing. And so they started lots of social enterprises and different things there in Brasilândia. Whether it works, whether it works everywhere, it's kind of too early to say. And actually, there's a very good thing called Buen Vivir, which is in South America, which is a kind of, which is not about development, it's about alternatives to development. So it's, and I talked to a guy there who's very active with that, and he said that he would sort of see transition as being the model for the developed nations, and then Buen Vivir as the kind of the people's movements in the global south, which are about protecting small farmers and social justice and those kind of issues. But for me, sometimes people say, well, all this local food stuff's all very well, but actually if Berlin was producing all of its own food, then what about all the farmers in the developing world who would all have lost their jobs? Well, the idea is really that actually this isn't something that will happen overnight, and generally the food system, once in the developing world has become a food exporting economy, something has generally gone horribly wrong about 10 years earlier that usually involves kicking lots of small farmers off the land. And there's always been, there'll always be some trade, fair trade and so on, but I think the process of making our food system more resilient here needs to go hand in hand with doing the same thing in the developing world and sort of these movements working alongside each other. How to explain why people are buying more cars? I think because that in the developing world, that's the development model that we have, you know, and actually that's what's pushed on people. And actually, you could just as easily say, you know, when you say, well, why are people in the developing world buying lots of cars? Oh, poor countries in Europe. France? Ooh, it's getting testy ahead of the football match, I can see. The gloves are off already, our poor neighbours. We can talk about English football also, if you want. Yeah, no, don't go there. I notice all the games, nearly. Yeah, very good. I mean, I suppose, you know, it's. I mean, I don't know, when I went to Italy, I was really, really struck by how many more people were cycling. I mean, everybody, just in the towns I went to, the cars were like, they could hardly get through all the bicycles. It was really quite something. So. And then the last one was whether it's more effective to advertise a transition event with posters or on the internet. Very concrete question. Both, really. I don't know. It depended. Because actually, sometimes when we're people who use social media a lot and the computer, we can assume that everybody does. But of course, there's a whole load of people in our community who just never really have access to that or never really use it. And it's one of the reasons why in the transition movement, you know, we do blogs and websites and all that kind of stuff. It was all going on very active. But actually, we also recently started a printed newspaper called Transition Free Press, because actually, because people's relationship with printed material is very different. You can't, unless you want to actually take your life into your hands, you can't read a computer in the bath, for example, or in the shower. No, you wouldn't read a newspaper in the shower anyway, I suppose, but in the bath. But actually, you know, there are certain people who use different media in a different way. So, you know, it may be not just posters, but also maybe a little newsletter or, you know, there's different ways of reaching people. I like the story about the woman in Australia who got in touch with us, and she said, do you know if there's any transition happening in my town? And I can't remember what it was called. And we looked it up and said, no, there's nothing happening. She said, there's nobody in this town would be interested. They're all, no one would be interested in transition. And we said, well, there might be, see. So she put an advert in her local newspaper. Little advert, my name's Maureen or whatever, would you like to start transition? She got 120 letters. And she was very happy. Okay, noch einmal eine Runde hier. Ich habe, also der Mann da hinten hat es auf jeden Fall schon mal, und dann machen wir so, so und so und dann machen wir den Sack zu. Genau. Mr. Hopkins, mein Name ist Thomas Müller, ich komme aus Leipzig.
Sie haben hier unter anderem von Entrepreneurship gesprochen und von Enterprises, Unternehmen, die sich mit der Transition-Bewegung auch verbinden sollen. Sie haben auch das Wort von einer neuen Wirtschaft, New Economy, oft verwendet. Was mir ganz oder was mir fehlt, ist ein bisschen das Steuern, ja, also Taxes, dass Sie was dazu sagen. Ja. Wie ist Ihre persönliche Auffassung, wie sollte ein erfolgreicher Entrepreneur besteuert werden? Was soll er an Steuern zahlen? Das würde mich interessieren. Dankeschön. Sehr schön. Kriegen wir noch die Debatte? Rita hier vorne und dann hier. Okay, jetzt, genau, zuerst die Frau und natürlich und dann. Ladies first and then, okay. Mein Name ist Constanza Dobre, ich komme aus der Transition Gruppe in Charlottenburg und mich würde interessieren, ob du einige Beispiele nennen kannst von Leuchtturmprojekten oder Inspiring Projects in großen Städten, weil viele von den Ideen, die du genannt hast, scheinen mir besonders eher so für kleinere und mittlere Städte ein motivierendes Projekt, zum Beispiel lasst uns 10% unseres Geldes für lokale Ökonomie ausgeben oder so, weil wenn wir hier in einer großen Stadt wie Berlin dann in einer Gruppe sitzen mit 10 oder 20 Leuten oder selbst mit allen Berliner Gruppen, dann kommen da ein paar mehr Leute zusammen, aber ein Ziel wie lasst uns in einer Stadt wie Berlin 10% unseres Geldes für lokale Produkte ausgeben, ist dann schlicht und einfach nicht verwirklichbar oder scheint irgendwie viel zu hoch und ist nicht für mich nicht motivierend, weil es mir nicht erreichbar erscheint. Und da würde mich interessieren, inspirierende Projekte oder Ideen aus großen Städten, ob du da ein paar Beispiele nennen kannst. Und dann da der, genau. Stefan Tuschen, mein Name. Ich beschäftige mich auch beruflich ein bisschen mit diesem Themenkomplex, habe daher leider keine Zeit, das anzuwenden, wie das auch oft hier auf dem Panel gesagt wurde. Meine Frage geht vielleicht eher an den Herrn Janicek. Ein Begriff oder etwas Zentrales von diesem Transition-Ansatz, was mehrfach genannt wurde und was für mich auch so ein bisschen dieses Bindeglied zu dem Buen Vivir ist, ist, dass es viel um Beziehungen geht, also zwischen den Menschen, aber auch zur Umwelt um uns herum. Wie kann das fruchten auf einer Ebene, auf der Sie sich bewegen und wo Sie versuchen, eben große Wirtschaftskonzerne und große Politik, wie kann das durchdrungen werden von einem Mehr an solchen Beziehungen, die ja offenbar für das Gelingen sehr, sehr wichtig sind von solchen Initiativen? Sehr gute Frage. Ja, gut. Und dann hatten wir da hinten noch, ja. Ganz kurz. Mein Name ist Lilian Bungas. Wir waren vor 2 Wochen bei so einem D-Growth-Seminar und ich wollte eigentlich jetzt Rob Hopkins und Herr Janicek fragen, ob wie Sie zu Degrowth, Zero Growth oder grünes Wachstum stehen, ob für Sie jetzt das überhaupt in Anspruch kommt oder überhaupt möglich ist, dass es ein Wachstum gibt und gleichzeitig eine Generationengerechtigkeit oder Gerechtigkeit zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern. Danke. Okay, dann noch da hinten und dann machen wir den Sack zu. Also ich habe das. Okay. Mir wurde jetzt einfach das Mikrofon gegeben. Ich ergreife jetzt mal das Wort. Bitte? Ich habe gerade das Mikrofon. Hallo, hier. Ach so, da. Genau, also Lisa Göldner, ich bin Studentin, studiere Politik. Mir geht eine Frage die ganze Zeit durch den Kopf. Ich habe das Gefühl, wenn wir über gesellschaftliche Transformationsprozesse reden, dürfen wir 2 ganz wichtige Ressourcen nicht außer Acht lassen. Ich bringe jetzt eher einen Kommentar als eine Frage. Und so, die beiden Ressourcen sind Zeit und Energie. Und ich glaube, dass man sowohl für gesellschaftspolitisches Engagement, sei es in der Transition Town Bewegung, sei es sonst so, braucht man sehr viel Zeit und Energie. Und man braucht auch sehr viel Zeit und Energie, um von einem Biobauer zum nächsten zu fahren, um zum lokalen Bäcker zu fahren, um eben sein Essen zum Beispiel für die Familie zusammenzusammeln. Und ich glaube, dass wir da einmal auf der Makroebene darüber reden müssen, ob wir nicht Arbeitszeitmodelle diskutieren müssen, ob die 32-Stunden-Woche nicht total essentiell dafür ist, solche gesellschaftlichen Transformationsprozesse voranzutreiben. Das ist die Makroebene. Aber dann, glaube ich, müssen wir auf der privaten Ebene darüber diskutieren, wie wir Menschen diese Zeit und diese Energie geben können, nachhaltig zu leben. Und deswegen würde ich, oder meine kurz in diesen Appell bringen, ob wir nicht
nur darüber diskutieren müssen, dass natürliche Ressourcen endlich sind, sondern auch menschliche Ressourcen oder dass auch Care-Arbeit eine endliche Ressource ist. Und die Frage geht so ein bisschen jetzt an, die sich jetzt daraus entstanden ist, an Rob Hopkins, ob die Transition Town Bewegung oder ob diese lokalen Initiativen nicht auch der Ort wären, wo man nicht nur darüber redet, wie man natürliche Ressourcen teilen kann und gemeinschaftlich nutzen kann, sondern ob man nicht auch Care-Arbeit, also die Pflege- und Versorgungsarbeit von Menschen gemeinschaftlich gestalten kann. Okay, vielen Dank. Das sind jetzt viele sehr spannende, interessante Fragen. Eigentlich so viele für eine Runde, aber ich würde trotzdem, weil wir nur noch eine Frage haben aus Gerechtigkeitsgründen, nochmal die dran nehmen und dann machen wir einen großen Roundup. Ja. Ja, guten Tag, mein Name ist Ruth Habermehl. Ich bin gerade an dem Thema dran, dass es einen Begriff gibt, der nennt sich psychologische Resilienz, der ja in Beziehung steht zu ökologischer Resilienz, wenn man das Ganze ein bisschen systemisch angeht. Das passt ganz gut zu der Frage vorher, also ein bisschen abstrakter. Meine Frage an Rob ist, kennst du jemand, der sich mit diesem Spannungsfeld zwischen psychologischer und ökologischer Resilienz befasst? Okay. Vielen lieben Dank. Finde ich alles sehr, sehr spannend. Rob, you have a number of questions on the table. You also, I think, Dieter was kind of, but you can start and I try to check that okay. You answer every question. Taxes in a new economy. That's a horrible question. Yeah, ask a politician. What taxes should a successful entrepreneur pay? I don't know. I don't know. Less. Is that the right answer? Yeah? Is that okay? Urban ideas for urban transition. I think well some examples that come to mind from London. So in London, the way that transition works is there isn't Transition London. There's like 50 different neighbourhood initiatives all across the city that work at their neighbourhood scale. So for example, in Crystal Palace, Transition Crystal Palace, they started a new market that I showed the picture of, which runs every Saturday. And has become a real focal point for the community. It's a really fantastic event. One of my favorite projects is called the Palace Pint. So what happens is they have people across Crystal Palace who grow hops in their back gardens and in their allotments and up the sides of buildings. And then one day a year they harvest all the hops and then they brew Crystal Palace beer with the hops. I like that one. They started Palace Power, which is a community energy company, which is looking at community renewable energy projects that can happen in that neighborhood. They've started 6 different gardens, productive food gardens in different places. One of them is a real educational garden. They run all kinds of training there. And they also do a lot of work around fair trade. They work with the fair trade people and they run big events. There's other places that do something called draft busting, which is, I don't know how would you translate draft busting into German? It's like eliminating drafts of wind that come into your house. In buildings that have old windows and doors where the wind comes in. So okay. Yeah, we have really crap houses in England. Yeah. So the way they do it is they have a party in someone's house where they seal all the windows and the doors and they teach people how to do their own houses. So everybody comes to the party and they make that person's house more energy efficient and then they go home with all the stuff to do their house when they get home. And that's something that's spread all across all the different initiatives in London. Transition Streets is a great thing to do at that urban scale because it works beautifully on that street by street scale. And what they found in Australia, in Newcastle, where they did it there, was all kinds of spin-off benefits where people found that they now knew all the people in their street in a part of the city where maybe they had previously felt quite unsafe and quite vulnerable, and they felt a lot more like people were looking out for them, and it had lots of unexpected benefits. In Tooting in London, which is a very, very diverse part of the city, where the idea of local food is kind of a strange idea because in many of the food shops on the street,
Everything in that shop comes from the Indian subcontinent, absolutely everything. So what does local food mean in that context? So they do a thing every year called the Foodival. And the Foodival is where they have people all around Tooting in their gardens, on their balconies, in their allotments, or wherever, who grow produce specifically for the Foodival. And then in September, they all bring all that produce down to the high street, and then the cooks in each of those different traditions cook the local produce in their tradition. So Lebanese, Turkish, Pakistani, on the high street, they cook the local produce in their tradition and then give it away to people on the high street. It's a really, really lovely event. In Bristol, in the city of Bristol, Transition Bristol works there, that they kind of cover the whole city, and they work very closely with the council. So they're the first city to have done a peak oil plan for the city, which Transition Bristol wrote, a food resilience plan for the city that Transition Bristol wrote, and then that then led on to the Bristol Pound. And there's also some initiatives in London who've started growing food on their local railway station. So you get off the station and there's food growing. So there's a few kind of ideas, I suppose. Degrowth. Oh, care. Care one is really important, absolutely. And actually one of the things that we've seen a few places doing now, the problem, I'm sure it's the same here as well, but the problem we have in the UK is with the austerity, the government austerity cuts and all the cuts to care across the place. Actually, when all those different organisations feel on their own, then it really, really hits people very, very hard. And we've run something called Caring Town Totnes and brought together all the different organisations that are involved in care in the town, and looking at working much more closely together. And we did a big public event and had all those organisations there, and really looking at what it looks like if we can look at that kind of care in a different way. There's a great example in the US called the Evergreen Co-ops, which is a hospital that, rather than just letting all of its services out to private companies to do the cleaning, to do the catering, to do the food or whatever, actually they've turned each of those into a cooperative. And if you look up Evergreen Cooperatives on YouTube, there's really good films about how that works and how the hospital actually becomes a key part of the local economy, and actually enabling that money to cycle locally, which is really, really fantastic. There was a question about... psychological resilience or something? That would be a good question for you. I mean it's... The certainly the inner transition training is very much looking at that and how those two things kind of fit together. Degrowth, I think growth is a very 20th century idea myself. And actually, there's a guy called Adair Turner who was the former head of the Financial Services Authority in the UK, and who was one of the three people in the running to become the governor of the Bank of England, who said about 3 weeks ago, we must dethrone growth, which is really interesting. That is sort of starting to come up in lots of different places. That actually, when I look at the economic growth figures and you see some economic growth, actually, what you're seeing there is a growth in carbon emissions, is a growth in social inequality, because more than half of that money is going to the top 1 or 2%. You're seeing a growth in container ships coming from China, 80% of which is then thrown into landfill about 3 weeks later. You know, actually, what are we growing, I think, is really the question. And there was a question about time and energy, but I can't read my own writing. Oh, about work and time. Yeah, I think the argument for a 4-day week, a 3-day week, is a really powerful one, actually, and finding time to actually, you know, a lot of people I know who spend all day sat in front of a computer every day. I mean, in terms of public health, it's building up an enormous crisis, I think, and actually having a day or two a week where we actually do something physically, I think, would be fantastic. I think you really got it. All these questions. There's one question open for Dieter about wie das Soziale eigentlich im ökologischen Umbau der Industrie eigentlich zum Tragen kommt. Ich würde gleich noch eine Frage von mir als Abschlussfrage irgendwie an dich richten, und zwar die Frage, was du jetzt eigentlich mitnimmst für deine politische Arbeit aus diesen Initiativen und diesem Buch. Die eine Frage war noch Degrowth, die war auch an mich gerichtet, ja. Glaube ich.
Also ich fahre selber zur E-Growth-Konferenz, die ist im September in Leipzig. Ich glaube, kommen 2000 Leute und schauen wir das mal an. Ich sage das ganz bewusst so, weil ich zum einen einer im Bundestag bin, der mit Gerhard Schick, das ist ein anderer Abgeordneter, gerade einiges an Gutachten in Auftrag gibt aus der Enquete-Wachstum, die es gab in der letzten Legislatur, wo man die Wachstumsfrage thematisiert hat. Also wie kann in der Forschung, in der Wissenschaft, im Sozialsystem eine Postwachstumsökonomie ausschauen? Ich sage das ganz bewusst erstmal als Konjunktiv, weil ich komme auch ein bisschen rum und beobachte die globale Ökonomie und Automobilindustrie hatten wir vorhin. Also wir produzieren in Deutschland 13 Millionen Fahrzeuge, davon verkaufen wir die Hälfte im Inland, den Rest im Ausland. Wir haben 1,2 Billionen Export. Jetzt muss man das nicht gut oder schlecht finden. Aber die Frage ist, auf der ganzen Welt ist rasantes Wachstum. In Europa ist das nicht so. Deutschland hat 1% Wachstum gehabt in den letzten 10 Jahren im Schnitt, war eine Krise dabei. 1% Wachstum heißt aber auf einer Basis eines Bruttoinlandsproduktes von über 2 Millionen Euro, also von einer gewaltigen Ökonomie, die wird jedes Jahr reproduziert. Also wir sind da auf einem Level angekommen, wo wir sagen können, aufgrund Demografie und vielen geht das nicht mehr voran mit dem Wachstum, aber das wird der Rest der Welt erstmal nicht so sehen in vielen Bereichen, insbesondere nicht die 3,2 Milliarden Asiaten. Und ja, insofern ist Degrowth für die zumindest weder mental noch von der Sexiness aktuell eine Perspektive, aber es wird unsere verdammte Aufgabe sein, in den Industrieländern zu zeigen, wie man sich entkoppeln kann von diesem Wachstumszwang. Weil wenn wir das nicht machen, dann machen viele das nach, was wir vorgelebt haben, nämlich eine auf brutalster Ausbeutung, Kolonialzeit bis heute, basierende Wachstumsökonomie zu sein. Ja, und das ist, glaube ich, die zentrale Verantwortung. So, und da brauche ich dann diese sozialen Entrepreneure und wie bringe ich die in den Bundestag? Ja, ist nicht leicht. Also ich habe in der Aussprache zur Wirtschaftspolitik, Gabriel, war ich, glaube ich, der Einzige, der das Wort Sharing Ökonomie überhaupt in den Mund genommen hat. Ich treffe mich mit der Crowdfunding-Szene, ich treffe mich eben mit den vielen Kleinen jetzt auch. Ich meine, ich habe auch begrenzte Zeiten und so viel sind sie nicht, auch nicht bei uns, die das in der Breite tun. Die Frage der Mechanismen, da gibt es schon ein paar. Also ich habe das jetzt in Seoul mitgenommen, wo ich war. Da hat halt die Stadtverwaltung einfach gesagt, die 20 besten Projekte der Sharing-Ökonomie, die kriegen halt jeder 10.000 Euro. Oder es gab hier eine Initiative aus Deutschland, wo gesagt worden ist, aus der Ökonomie des Teilens, könnte ich nicht 5.000 Euro erstmal steuerfrei kriegen, wenn ich da einen Umsatz mache. Ja, das hilft kleinen Initiativen. Also es geht um eine Politik des Ermöglichens, ja, und nicht des Blockierens. Und bei der Energiewende wäre es halt ganz gut gewesen, wenn die weiter in Bürgerhand bleibt. Das schaut jetzt nicht so aus. Die wird jetzt sehr stark in die Hände der Industrie gehen, weil da die Voraussetzungen anders geschaffen worden sind. Also ich glaube, das muss in die Köpfe rein, aber dass wir da sehr, sehr weit wären, das würde ich nicht behaupten, würde es mir aber wünschen. Und was ich mitnehme ist, natürlich, ich meine, ich bin Industriepolitiker, auch Wirtschaftspolitiker, ich rede auch gerne, bin in der Gefahr, dann die großen globalen Zusammenhänge und toll, dass ich mal in Silicon Valley war und in Südkorea, aber es ist dann schon wieder, da komme ich wieder auf den Boden heute, ja, wenn Rob Hopkins erzählt, verdammt, das machen wir doch alles vor Ort und dass das genauso wichtig ist und meine These ist halt, beides zusammenzubringen. Wir haben das heute diskutiert mit dem Uwe Schneidewind, das ist der Präsident des Wuppertal-Instituts, unter dem Stichwort, das ist mein letzter Satz, doppelte Entkopplung. Wir reden ja davon, Klimaemissionen runter. Das eine muss man technologisch machen, also wir müssen über die Ökonomie gehen, wir müssen auch effizientere Autos bauen, pipapo, Energiesystem umstellen, aber das andere müssen wir über die sozialen Innovationen lösen und das ist auch ein großer Batzen und da ist die Politik absolut nicht auf der Überholspur und mit der Digitalisierung, die auch noch kommt und vieles verändern wird, das zusammenzudenken. Also es fehlt an dem großen Ganzen, an der Vision, die gemeinsam getragen wird und aufgebaut wird und da arbeite ich dran, das kann ich zumindest behaupten. Vielen lieben Dank. Just a moment. Just one very quick thing I wanted to add, which was actually in terms of development, that's a really good point. That actually there are a number of countries in Africa now who actually that solar is meaning that it's now really quite possible that actually the development model could just skip all the sort of build loads of coal-fired power stations and then take them all down again 20 years later. You just no grids. You just go straight to decentralized energy, which is very exciting. Ich habe, also es gibt gleich Brezel und Getränke unten in der Cafeteria. Es werden sich auch drei verschiedene, das kann Gerd nochmal gleich genau erzählen, Initiativen vorstellen, damit man miteinander ins Gespräch kommt. Vielleicht gehen ja ganz viele Initiativen, Ideen aus diesem Abend heraus. Also ich würde Gerd nochmal die Gelegenheit geben, die vorzustellen und vielleicht nochmal zu formulieren,
was du aus diesem Abend herausnimmst oder vielleicht auch an die Politik sozusagen als Wunsch formulieren würdest. I have a question for Rob at the end. Ich habe eine Frage für dich am Ende. Und zwar, du hattest es angedeutet, du hast gesagt, es gibt diesen Burnout-Phänomen bei vielen Ehrenamtlichen und im Grunde muss man doch auch davon leben wollen. Meine Frage an dich zum Schluss ist, was ist denn deine Vision oder Perspektive, wie es mit diesen Transition Town-Bewegungen weitergehen soll? Also wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre es? Das ist die letzte Frage, die ich an dich stellen werde. Jetzt würde ich Gerd nochmal bitten. Dann fange ich mit der Frage an die Politik an, also die Erkenntnisse, die ja schon vor dem heutigen Abend dort angekommen sind offensichtlich, nach dem heutigen Abend sich für alle Zeiten in ihnen verfestigt haben, dass sie die weitertragen und dass sie der Politik ermöglichen, immer mehr von dem, was sie hier gehört haben, zu ermöglichen. Dass sie das verstehen, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was ich der Politik mitgeben möchte. Und jetzt der kurze Werbeblock. Es gibt wunderbare Menschen hier, die aktiv in Transition in Berlin sind. Können die mal ganz kurz aufstehen, nur mal... dass man sieht, also genau, Wedding, Charlottenburg haben wir schon gehört, Kiezwandler, super. Und die stehen nachher an ein, zwei Stehtischen da draußen, haben Informationen dabei, sind ansprechbar. Dann gibt es ja dieses wunderbare Buch, was heute Abend peripher eine Rolle spielt. Auch das kann man da draußen erwerben und damit die lokale Wirtschaft unterstützen, weil es ist eine lokale Buchhändlerin. Und auch wenn wir dem Personenkult in Transition abholt sind, machen wir bei Rob gerne mal eine Ausnahme. Er hat gesagt, wer möchte, das würde er nachher auch noch unterschreiben. Wenn jemand das möchte, ist das okay. Und es gibt noch die DVD über Transition, in Transition 2.0 mit deutschen Untertiteln über viele der Projekte, die Rob jetzt so hier gezeigt hat, die werden da im Bild gezeigt. Am 3. bis 5. Oktober machen wir unser großes Netzwerktreffen. Offen für alle, in der Nähe von Kassel. Zentrum Helfensteine. Das bitte schon mal komplett blocken, die Zeit vorher, nachher. Genau. Wunderbar. Das war's. Thank you so much. So, Rob, I give you the last word. The question was, what would it look like? So, yeah. What's your vision? How what's should it continue? Or what is needed now from at this I point of development? I think what's needed now is to really... is to really model on the ground what this looks like in a whole range of different settings, so that a low carbon future, a more resilient local future, is something that people can see and experience and is part of their everyday lives. And I would see that in 5 or 10 years we would get to a situation where a transition group has seeded a number of different things, maybe a community energy company, maybe a social enterprise around different forms of transport and, you know, whatever is appropriate to each place, but that actually they're set up in such a way that over that they return some of what they generate back into the center to be able to enable that to be supporting new things coming through. So actually the model becomes a kind of a positive cycle, an incubator, that is that the more we support it, the more we see it start to happen. And that actually rather than investing any money we might have in banks or in pensions, we have a model where, you know, we hear this term a lot of impact investing. I mean, for me, actually, impact investing is where you can see the world changing around you because of how you've invested your time or your money or your skills. And that's something that actually, you know, already I can walk around where I live and I can point to things and I can say, there's this. And I would really like, actually, you know, young people who are sort of leaving school to be excited. That's the economy of the future. That's where they want to put their energy, their time. You know, actually, this is a time that calls for pioneers and people to take a to have a go, to take a risk, and to not be afraid of it. You know, that actually, when I was in Liège and talking to the guy who started this wine thing and raised all this money, he said. What's the worst thing that can happen? People just don't invest in it, you know. I mean, actually, people don't be afraid of it. There's money. You know, Germany is one of the wealthiest countries in the world. You know, if you have a good idea that is done with a good heart that inspires people, people will get behind it. People will back it and people will support it. And actually, if it's seen in the wider context of really bringing the economy of the place that you live back to life,
bringing people back together, that's something I think that really unites people, whether they go shopping or not. Perfect. Thank you so much. Okay, wir brauchen alle. Die ganze Kreativität ist in diesem Raum, denke ich mal. Und das ist doch jetzt ein schöner Ansatz, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Danke.